Home sweet home. Oh, der Garten blüht schön. Das ist ein riesiger Garten hier. Der ist noch klein. Aber es reicht für alle. Naja. Es gibt Leute, die legen für sich selber so einen großen Garten ein. Ja. Ich hätte zwei davon. Nee, ist ja völlig überflüssig. Naja, ich hab damit. Ja, das stimmt, Star Trek. Ausgewanderte Berliner, Terminus richtig. Terminus 2 komplett versorgt die ganze Stadt. Okay. So, was habe ich dann hier mitzubringen? Wir hatten noch irgendwo eine Kiste mit Büchern. Ja. Ja. Irgendwo ist gut, ne? Ja. Im Haupthaus. Geile Festung, ja. Du hast noch. Ja. Hier unten. Mitte? Ja, Mitte unten. Ah, da, genau. Guck mal, dann fangen wir doch damit schon mal an. Ledertraining habe ich hier noch immer. Schon 9 Stück vorhanden. Wahnsinn. Klamotten habe ich auch noch gefunden, wenn du was willst. Habe ich im anderen Haus. Eine Jacke oder sowas wäre ganz cool. Ja, eine Jacke und eine Jeans habe ich noch gefunden. Was wäre da? Wenn ich, so eine Jacke könnte ich mal gebrauchen hier. Meinen dicken Bauch mal. Die Festung kann ich dir gleich schon mal zeigen, Thorsten. Ja, cool. Sascha will es wissen. So. Also geboren bin ich in Berlin-Neukölln. Ich hätte wieder vor. Ja. Ja, schießt der einmal auf mich, hat einen Headshot. So, also, das ist unsere kleine Home Sweet Home. Für die Leute, die später dazugekommen sind, machen wir noch einen kleinen Rundgang hier draußen, bevor es richtig dunkel wird. Ja. Die feste Festung haben die Jungs hier und Mädels erbaut. Und hat auch fast gar nicht lang gedauert. Ja. Geiles Zeug hier. Lars, bist du auch hier am Kanal? Ja, es ist auch schon spät, ne? Es ist auch schon spät, Ermon. Sind einige Dudes schon müde. Es geht. Und die, die Base ist ja noch unterirdisch weiter, die geht ja noch unterirdisch weiter, ne? So wird er. Ah, schön, hi. Ich hab den Sascha nur ein bisschen was erklärt. Er hatte da auszusehen auf die Taste gedrückt. Also nicht denken, dass er euch abschießen will. Er hat es nicht mit Absicht getan. Ja, hätte er mich getroffen, hätte ich ihn getroffen. Aus Versehen natürlich. Ja, mitspielen klar. Geht hier leider nicht. Leider nicht. So. Sascha, hast du eigentlich das Video gesehen gehabt, was ich dir geschickt habe? Ja. Von Anfang okay. Bis Ende. Gut. Obwohl das Ende eher informationsreich nicht so war. Ja. Muss ja nicht. Egal, ich hab ja verstanden, worum es ging. Lars, hast du das Video mit der Feral hochgeladen? Noch nicht. Mach doch morgen, kommt ne? Kommt erst noch, ja. Aber dass ich so hochspielen kann, das ist schon ein Wunder. Also, ganz ehrlich. Ich kann Reflexionen anmachen. Leckt nicht. Ja, das ist aber ja, wert. Omega, du hast ja. Übrigens Zuckungen in deinen Händen, ne? Was hab ich? Wahrscheinlich ein bisschen Bier. Wieso? Ich hab schon eins getrunken. Ja, das ist normal, wenn du die Pistole in der Hand hast. Lars, ja, wir geben Lars, uns ein Bier und dann hier. Lars, ich hab mal noch eine lila eine Piste gemacht, ne? Gut. Lars. Und Prost. Mach's gut, Prost. Ach, lecker. Ja? Mal so ein. Hier von allen dem auch noch. Frage. Ich habe das schon Multi gefragt, aber er hat gesagt, ich soll mich an dich oder Blacky wenden und zwar, ich wollte erkunden gehen und zwar mal richtig. Dann macht es am besten morgen Nacht. Ich mag einfach erkunden und deswegen. Ja. Der Andi möchte mit dir morgen gerne gehen. Können wir machen. Kannst du auch,
du, ihr könnt ja alle gemeinsam gehen, weil ich wollte Richtung Südwesten laufen, aber... Ja, du hast mir seine 5 Kilometer festgesteckt. Richtig, da, richtig. Ja, da genau. Kannst du alleine laufen. Durch. Ja, warum? Weil du nur deine 5 Kilometer läufst. Ja, wieso? Wir haben auch gestern dafür die Supermärkte und alles gefunden. Ja, super. Irgendeiner stirbt doch da schon wieder. Muss ja trotzdem auf die Gemeinschaft. Es sind auch schon wieder gestorben. Ja, wir haben doch gestern gesagt, das weißt du doch. Ja, ich weiß das doch, aber es geht doch darum, dass Kusa hat Gunman wieder nach Hause gebracht, weil ihr schon weitergelaufen seid, das meine ich damit. Ja, die haben sich ja alle zwei in der Höhle die Knochen gebrochen. Ja, nur da einer. Nicht getroffen, wir haben gesagt, da ist eine Höhle, geh wieder rein. Ja, du klopfst Kies weg und brichst dir die Beine. Ja. Oh, Leute. Aber um ehrlich zu sagen, ich habe gesagt, ihr sollt nicht in die Höhle gehen. Da ist gar nichts Wichtiges drin gewesen, was wir gesucht haben. Gunman, soll ich dich begleiten? Die A wird aber auch mal gezockt. Ich will noch meinen Rucksack holen. Ja, deswegen ja. Wann pack. Ich habe nur eine Sonnenbrille. Will wer eine Sonnenbrille? Ja, ja. Papier war doch auch irgendwo hier. Ja, da. Wer macht hier, ja. Andi. Ja, also, ja, ich leck mich am Arsch. Wenn Lust hat, ich würde jetzt gleich losgehen. Also ich pack mir jetzt noch die Sachen, weil... Okay, du kannst gerne losgehen. Guck mal auf die Uhr, Digga. Deswegen wollte ich ja gerade sagen, jetzt er kann gerne losgehen. Die Nacht fängt ja an. Ja, also jetzt nicht kneifen, ne? Sascha. Ja? Sascha, du gehst morgen mit Andi. Weil Andi muss morgen früh arbeiten und wenn er von der Arbeit kommt, kannst du gern mit ihm auf Erkundung gehen. Okay, ja, ich dachte jetzt nur, jetzt hat jemand noch Bock, okay. Lars, ich möchte noch ein paar Quests vollkommen. Wir haben schon fast 1 Uhr und die meisten müssen schlafen. Ja, ich gehe auch gleich. Eigentlich bin ich schon weg. Lars, wir haben noch 144 Quests. Soll ich wirklich noch welche bauen? Dann musst du Ghost fragen, wie viel er hat. Ghost? Also, ich sag mal, gute Nacht und bis morgen. Ghost, ja, bis dann. Tschüss. 80 sind in der Kiste und ich habe vorhin noch gemacht, jetzt habe ich 190. Ja, 144 liegen drin, da mache ich noch mal einen Schwung normaler. Star Trek's neue Farbe? Aber Lars, weißt du, was denn auffällt? Wir könnten ruhig ein paar Steine in den Kisten hier drinnen liegen lassen, ne? Ja, ich bin ja schon dabei gewesen, wieder was reinzuholen, aber... So. Das ist halt so, weil mal alles so irgendwie rumdisponieren, dann wieder umdisponieren, dann wieder rein, dann wieder raus, wieder rein, wieder raus. Ne, ich mache jetzt gerade noch ein paar Smolster. Aber zumindest sind vor der Tür die Kisten leer. Ja. Ich mache jetzt noch mal eine Kiste. Nein, waren sie, jetzt sind sie wieder voll. Können wir schnell schauen hier. Kurz. Hier, Viertel nach eins, noch 35 Leute dabei, wie geil. Also unten in der Mine hat's noch viel Essen und Kaffee und weiß Gott was, soll ich das mit hochnehmen? Ja, bitte. Bring hoch. Bitte. Ich bitte drum. Wir haben übrigens kein Potassiumnitrat mehr hier oben. Geht die Arbeit schon viel gespielt? Doch, hier. Ach da. Aber nicht mehr viel, nur noch 225. Ja, ich bin morgen früh. Ach, da hat immer schon das 50er Deck, Stack umgewandelt. Ja, ich. Ich hab 7 Iron Ingel, Fragments gefunden. Jo. Immer noch ein bisschen Gunpowder. Also, ich würde dir raten, Sascha, geh nicht so weit von der Basis weg, bis halt morgen wirklich Andi mit dir losgeht. Dann könnt ihr wirklich weit laufen. Weil der kennt sich ja, wie gesagt, ein bisschen aus. Und weiß auch, wo wir noch nicht waren und so. Und dann kannst du da auf jeden Fall. Und er bricht sich auch gerne mal die Beine, so wie du. Also, das Ding passt. Das interessiert doch keinen. Ja, aber nimmt auf jeden Fall noch ein paar Splinte mit. Wo habt ihr das Moldy Bread? Andi nimmt immer Splinte mit, weil er sich kennt. Hier oben, hier drinnen liegt jetzt gerade dran. Ah, da. Jo. Gut. Dann habe ich noch. Ich habe noch Nägel. Zu viel? Warte mal, Knochen waren auch irgendwo hier, hast du gesagt. Knochen liegen in der Supply-Kiste, wo die Waffen drin sind. Genau, da. Oh, ich verkrafte oder, jetzt hier, mal die hier, Supply, oder. Die... Wo? Von wo? Osten. Ich geh mal mit meinem großen Knüppel hin, Blackie. Lass mich mal mit einem Nahkampfwaffe ran. Ach nee, die rennen ja. Naja, ach. Okay, nur mit deiner Nahkampfwaffe. Ich guck mal zu, aber wie weit du kommst. Hast du was gemerkt? Wir haben keinen Nebel. Ja, noch nicht. Da, Red! Was ist?
Gunman, beim nächsten Mal lässt er das Ding aber bitte mal liegen, danke. Ja, wieso denn? Ja, beschwert. Mach nur eine Wanderhorde. Ja, gleich hätten wir aber. Die sind blöd, die fallen hier runter und gehen wieder hoch. Ein bisschen dichter ran. Mit meiner kleinen Knifte hier. Ja genau, sag dir mal, dass sie doof sind. Das ist der Kreislauf des Lebens. Ja. Dass da alle leer sind. Oh, die Essenskiste reicht gar nicht für das, was unten war. Ja. Na, komm ich nicht dran hier. Wir haben hier noch ein paar Essenskisten und zwar unter dem Lagerfeuer kam es ja auch noch das ganze. Komm mal kurz hoch, warte. Wir haben hier oben über der Essenskiste ist ja auch noch eine. Kann man hier oben funktionieren. Hier oben. Fissig. Ja. Dann machst du halt das Zeug da raus, dann kannst du das Zeug rein tun. Potat ist da rein, ja. Ja. Wollen wir uns mal aufteilen, je nach Norden, Süden, Westen, Osten? So dass man so, also an den Eingängen da ist. Ja, könnt ihr ja machen. Das ist ja. Könnt ihr ein bisschen. Wenn du herkommst, Sascha, könntest du sogar eine Sniper kriegen, die du da oben dich auf so einen Turm stellst oder so. So, ich werde mir noch schnell. Ne, in der Kiste hier, in der. Im Lagerhaus, da ist so ein Sniper. So. Aber es kann sein, dass wir neue Waffen brauchen. Warum? Weil wir zu wenig haben. Nein, was? Sascha, komm mal her. Hier unten, ganz unten. Ja. Ein Revolver. Ja, du kannst hier alles mir nehmen, was du möchtest, aber bitte nur eine Waffe und. Glas, ein bisschen Munition. Jo, hab ich schon gesehen. Ich werde jetzt nochmal draußen Leitern dran machen, dass wir auch von draußen hochkommen könnten. Dass wir nicht immer reinlaufen müssen. Da sind sie. Wo sind denn die Eisenleitern? Haben wir keine mehr? Ich hab sie. Achso. Lecky. Möchtest du draußen noch Leitern dran machen, dass wir hochkommen? Ich sortiere, ja. Ich pack was Neues rein. Weil ich würde dann hier die. Müssen wir hier draußen noch die Woodframes dran machen, damit die Zombies nicht da reinlaufen, wenn du da oben stehst, sonst hauen sie dich weg. Bumpti-bumpti-bum. Machen wir die nächste große Horde kommt erst nächste Nacht, ne? Ja. Die werde ich nicht mehr erleben, weil ich bin morgen anders wieder. Okay. Warte mal, Sascha. Wie lange dauert denn so ein Tag hier? Was? Eine Stunde. Stunde, aber ab morgen sind es dann 120 Minuten. Wie, hast du es erhöht? Ja, es geht mir zu schnell. Ey, wo packe ich denn so einen komischen Knüppel hin oder kann man da aus mittlerweile Scrap Iron machen? Was gibt's welchen denn Knüppel? Ist im Blau so ein Iron Rhyme Before Club. Ja, da kannst du Eisen draus machen oder hier in die Mitte legen. Ich habe hier ein paar Waffen hingelegt. Oben drüber sind die Werkzeuge. Rechts oben werde ich ein paar Rüstungen hin tun. Und draußen im Lager sind dann die Ersatzrüstungen quasi. Okay, das was orange ist, mal draus, ne? Ja. Wieso? Das kann man doch benutzen. Warum? Kann man einfach verarbeiten. Hast du Munition für die Waffe, die du dir genommen hast? Ja, ja. 100 habe ich genommen. Was hast du denn für eine Waffe genommen? Die Sniper. Okay. Kannst dich auf den Turm draufstellen und kannst damit snipern. Alles klar. Ich schau wieder unter 100. Such dir einen aus, kannst du Norden, Osten, Süden, Westen, es gibt überall welche. Was ist unter 100? Ich habe Leben verloren. Okay. Und ich brauche was zum Aufheilen. Was muss ich da nehmen? Moment. Wir werden nochmal auf jeden Fall eine Stadt looten, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig mit der Uhrzeit. Na gut, wir haben noch eine Stadt, wo wir noch nicht waren. Red, wo waren das nochmal? Nimm das alles, was ich hier gegeben habe, die Vitamine und die Antibiotics. West-Süd.
Alles aber mehr weiß dazu. Wofür sind die Vitamine? Deine Weltnis zu steigern, du kannst mal I drücken. Hinter der großen Kreuzung, ne? Umgehen. Da siehst du Oma, deine Wellness. Oma, Stadtmitte wäre von hier 3,6 Kilometer. Immer was essen und trinken. Ist das dir zu weit, mir, ne? Nö, das ist nicht weit, aber die Uhrzeit ist gerade schlecht. Ja, ich sag ja bloß. Ja, das kann man mal machen hier. Vielleicht. Wie ich dich kenne, wirst du wahrscheinlich eh die ganze Nacht durchzocken hier. Soll ich 7 Vitamine nehmen? Ja, damit kannst du rechnen, ja. Ja. Wir sind schon wieder 2 Leute mehr dazu gekommen. Heute Abend hier mein Stream. Deswegen. Wenn wir noch ein bisschen Urlaub haben. Ja. Soll ich 7 Vitamine nehmen? Nein, nur. Ja. Nein, du nimmst die Vitamine, kannst du alle nehmen. Das schaffst du nicht, Star Trix. Du kannst der Horde nicht weglaufen nachts. Doch, kannst du. Ja, genau. Nimmst Kaffee in die Hand und rennst. Von Nostlich wieder. Aber ich bin immer noch der Meinung, der Hund ist schneller. Lars, nein. Du hast mir keine Pillen gegeben, du hast mir Ultra. Ja, die nimmst du bitte erstmal. Die Antibiotika nimmst du eine bitte. Ich höre doch da was. So, und hier unten, hier in der Kiste hier oben ist ein First Aid Kit drin, da kannst du ein First Aid Kit nehmen. Toastmann, yeah. Cool. Da hinten kommt Besuch, glaube ich, aus dem Osten. Ja, ja, ich bin schon im Weg. Hol die Bananen, los geht's. Alle tot. War schon verreckt. Kommen sie heute aus Osten, okay. Der Blackie wieder, der macht alle wieder tot. Ah, nee. Die sind von alleine gestorben, genau. Die waren vorher schon tot, bevor ich da war. Ist klar, ist klar. Ne? Spikes haben sie gefressen. Mhm. Wahrscheinlich hast du irgendeine Granate geschmissen. Ja klar, ich hab ne Moab hingeschmissen. Das hast du echt nicht gehört, wie der sie hingeschmissen hat, oder was? Dann, ich war drüben auf der anderen Seite. Wenn du dort bleibst, gehe ich in Richtung Norden. Okay. Also an den Eingang. Jo, mach das. Ne? Von Norden, von Osten sind ein paar Zombies. Offline? Was heißt offline? WTF? Lars, willst du die Türme höher bauen? Hm? Willst du die Türme noch höher bauen? Eigentlich. Weil hier ist überall eine Leiter. Oh ne, oder? Ey. Moment, wo ist eine Leiter zu viel? Ja, bei den Türmen. Ach so, nee, es geht nur darum, dass du dann hoch und dann kannst du ja dich links hinstellen, weißt du? Hier die ja, Leiter aber es ist immer eine Leiter zu viel. In der Mitte könnte man mal ein Dach machen. Ja, aber dann kommt man besser hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Es kann sein, dass ich mal wieder einen Disconnect bekomme. Ach, oder? Den Anbieter wird er freuen. Ich hab heute schon. Der kommt morgen wieder, kommt ein Techniker. Ja, im Moment läuft's aber doch noch. Analysier mal den ganzen Kram. Am besten du tust neben die Leiter, damit die Leute die Leiter sehen, eine Fackel hin, oder? Kann doch nicht sein, dass das Stream weg ist. Was meinst du? Red? Ja, könnte ich. Okay. Weil ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich glaube, gleich kommt irgendwas Böses um. Ja, ich höre im Westen. Ihnen. Hier ist die Leiter. Ja, das sieht man es besser. Weil, nee. Die Leiter, du musst die Fackel so machen, dass die neben der Leiter ist, und siehst du die Leiter nicht. Reportlage von Westen. Fix da. Das wird amüsant. Oh nein, Dean. Wo? Im Norden. Da kommt eine Horde. Von wo? Norden. Oh, Hunde. Westen. Ich will mal kurz ausloggen. Nee. Ich muss aber leider, weil ich nicht weiß, wie meine Verbindung ist. Ist eine Wanderhorde. Oh, Spuck. Nein. Nein, oh, das ist eine Feral. Die Headshot mit der Schrotflinte? Ja, geht. Gibt's noch nicht. Sehe ich eine Feral?